Moin, moin! Wenn ihr euch fragt, was wir so alles machen, wenn wir hier 14 Tage zu Hause sind, ich zeig's euch mal. Die Angela ist ja recht aktiv. Und dann gehen wir jetzt mal gerade hin. Hey Anna, was machst du denn da? Gardinen für die Dorini. Oh toll! Wow, was eine tolle Nähmaschine! Hahaha. Hätte ich echt Hast super. Hast du ja noch nie gesehen. Nee. Also wir nutzen unsere Zeit und rüsten unsere Dory aus. Hier werden jetzt Gardinen genäht und ich habe einen sehr tollen Lattenrost gefunden für unsere Dory im Eingangsbereich, für den Duschbereich. Das zeige ich euch jetzt. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Ihr habt das ja vielleicht schon bei uns gesehen, dass wir hier den Rostbereich immer rausnehmen, wenn wir duschen. Und haben eine Lösung gesucht, um das ein bisschen schöner zu machen. Und das ist jetzt hier der Bereich. Das finden wir richtig toll, denn das Ganze ist flexibel. Das zeige ich euch jetzt gerade mal. Und zwar kann man das einfach so hochnehmen. Und das andere Teil auch. Ist einfach perfekt. Wir nehmen es einfach abends raus zum Duschen. Wenn wir geduscht haben, ziehen wir es einfach ab. Und dann legen wir das wieder rein. Und das Ganze ist auch feuchtigkeitsbeständig und auch für den zum Beispiel Saunabereich geeignet. Das haben wir bestellt in der Rostzentrale. Ich schreibe mal den Link unten rein. Also wir sind sehr zufrieden. Es hat super geklappt und die Qualität ist wirklich sehr gut. Noch mal ganz kurz den Blick, wie das hier aussieht. Jetzt einfach super. Also wir finden es richtig schön. Und wenn wir jetzt hier fahren, legen wir noch eine Schutzmatte drauf, damit vermieden wird, dass Sand zum Beispiel reinfällt und das Ganze dann vielleicht weiter verschmutzt. Aber ansonsten super gut. Auch Elmo läuft super drüber. Als weitere Optimierungsmaßnahme hat Angela ja Gardinen genäht und die werden jetzt hier in unserem Dinette-Bereich montiert. Die Gardinenschiene ist bestellt und wenn sie kommt, werden wir das Ganze montieren und euch zeigen. Nachdem wir jetzt auf unsere Gardinenschiene gewartet haben und die kam, habe ich sie sofort montiert und wir konnten Angelas Gardinen aufhängen. Schaut euch mal das Ergebnis an. Also ich finde das Ergebnis richtig gut. Noch wohnlicher. Wir haben ja schon einiges dekoriert. Und es macht jetzt hier noch mehr Spaß, uns in der Dory aufzuhalten. Der Mais ist ziemlich hoch dieses Jahr. Es hat ja viel geregnet. Und wir haben uns überlegt, wir fahren doch nochmal schnell weg. Und zwar fahren wir einfach nach Österreich und nehmen euch mit. Viel Spaß! Jetzt sind wir gleich in Altkönig und haben uns da einen weiteren Stellplatz. In Altötting. Jetzt sind wir gleich in Altötting. Und haben uns einen weiteren Stellplatz rausgesucht und sind mal gespannt, ob wir ein Plätzchen kriegen, ob das auch so voll wird wie beim letzten. Und es soll auf jeden Fall ein schöner Ort sein. Also ob du nicht wusstest, dass da eine Brauerei ist, mein Freund. Na, mal sehen, ob wir die finden. Hier ist es nicht ganz so stark belegt.
Hier gibt es schon mal noch ein Fleckchen, wo man sich reinstellen kann. Auch kostenlos hier. Und ich sage jetzt mal, nicht mal 10 Minuten bis ins Zentrum, das hier wirklich sehr schön ist. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr Richtung Österreich fahrt, die Koordinaten werde ich mal hier reinschreiben in die Videobeschreibung. Und jetzt wird's lustig. Paar Serpentinen. Rechts abbiegen auf Mandelwandstraße. Wir fahren nämlich zum Arthurhaus. 15% Steigung. Nach 300 Metern. Dori, gönn dir, echt. Um auf Mandelwandstraße. Dori faucht. Spritverbrauch aktuell 52 Liter. Oh. Und die zieht ganz schön Luft. Vielleicht hört ihr das auch. Richtig cool hier. Macht Spaß. Und jetzt geht's los, Amy, gell? Jetzt gehen wir auf die Alm. Ja, das macht ja richtig Spaß, hier spazieren zu gehen. Aber Elmo hat erstmal den ersten Kuhfladen gefunden, den er gesehen hat. Und sich da mal richtig reingeschmissen. Das wird lustig heute Abend. Angela hat sich vor allen Dingen richtig gefreut. Und jetzt werden wir erstmal zur nächsten Alm laufen. Unser Guide sagt, wir gehen zur Riedingalm. Nicht mehr so weit. Na dann, auf geht's. Viel Spaß. Ja, werden wir haben. Wir haben die Alm erreicht und jetzt ein Radler. Das brauchen wir aber auch hier. Das waren schon ein paar Höhenmeter eben. Aber trotzdem sehr schön. Wir stehen immer noch am Berghotel Arthurhaus auf dem Parkplatz. Kostet 24 Stunden 15 Euro. Und jetzt gehen wir mal schauen, ob wir die Murmeltiere finden. Die müssen hier irgendwo schlafen, beziehungsweise vielleicht sehen wir sie. Hier gibt es nämlich eine Murmeltierfamilie, die hier schon seit über 30 Jahren leben. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und jetzt sind wir angekommen. Hier lebt die Murmeltierfamilie.
habe sie auch gerade schon gehört. Vielleicht können wir sie irgendwo entdecken. Schlafen noch, wir sind zu früh. Schade. Wenn ich sie noch entdecke, dann blende ich sie euch ein. Da fällt mir ein, am Hotel gibt es eine Murmeltierkolonie. Und die besuchen wir jetzt. Vielleicht haben wir Glück und können sie sehen. Und da haben wir gleich richtig Glück. Die frühstücken gerade. Wie ihr seht. Ist das klasse. Also hier kann man Murmeltiere hautnah erleben und die sind richtig süß. Die Wolken hängen jetzt richtig tief. Ich zeige euch gerade mal eine Aufnahme vom Sonnenaufgang, wie wir das normalerweise hier sehen. Und das ging innerhalb von einer halben Stunde. Hatten wir das Wetter hier. Das hat uns hier sehr gut gefallen. Leider müssen wir unsere Reise aus privaten Gründen abbrechen und nach Hause. Wir kommen hier auf jeden Fall wieder her. Nächster Tipp, Friedburg. Sehr guter Stellplatz. Könnt ihr mal googeln in Österreich. Vielleicht findet ihr den ja. Ansonsten verweise ich nur mal auf den Video. Ich blinke es mal oben ein. Waren wir schon ein paar Mal gewesen. Und jetzt geht's weiter. Also, tschüss, bis zum nächsten Vlog.